Wir setzen fort mit dem Tagesordnungspunkt 23, Fortschreibung der kommunalen Bildungsstrategie. Hier liegt mir ein Änderungsantrag der CDU vor. Der könnte jetzt eingebracht werden oder dann in der Fraktionsrunde. Dann beginnen wir mit der Fraktionsrunde. Es würden beginnen die Dissidenten. Wird das Wort gewünscht? Keiner aufmerksam, dann nicht. Dann AfD, wird das Wort gewünscht? Bitte schön, Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger. Bildungsstrategie, Konzept, Fortführung. Klingt gut, ist im Grundsatz eigentlich gut. Wir sind eigentlich auch dafür, dass das, sagen wir so, dieses Konzept fortgeschrieben wird und zum Schluss ja unseren Kindern der Bildung zugutekommt. Leider ist es in vielen Sachen fachlich sehr fraglich. Trotzdem werden wir dem Grundsatz Beschlusspunkt 1 zustimmen. Jedoch werden wir die anderen Punkte ablehnen. Also deswegen bitte ich dann bei der Abstimmung Punkt 1 gesondert abzustimmen. Die zusätzlichen Punkte im Konzept sind teilweise in anderen Konzepten schon enthalten und dort bekommen wir auch zum Beispiel Auswertung regelmäßig über unseren Bildungsreport. Viele kennen den, da war ja erschreckend und der wird das nächste Mal noch erschreckender sein. Deswegen wird dann hier nur noch mal zusätzliche Arbeit der Verwaltung gemacht. Dann könnte man sagen, okay, vielleicht wollen ja einige zusätzliche Arbeit befördern in der Abteilung Bildung. Dann kann der Dunhauser ja noch mehr Leute einstellen, die das teure Anmietungsobjekt bevölkern. Aber eigentlich geht es uns dort grundsätzlich um die Familiengrundschulzentren in dem letzten Beschlusspunkt, wo dort wieder versucht wird, Einmischung demnächst zu betreiben. Ja, dort sollen freie Träger einbezogen werden. Was das bedeutet, heißt eigentlich nichts anderes wie in der Schulsozialarbeit. Es werden sich politische Akteure versuchen, ihre Kinder in der Bildung, in der Schule abzugreifen, was natürlich fraglich ist. Das nächste ist, dort wird in den Familiengrundschulzentren von pädagogischen Fachkräften gesprochen. Da muss ich sagen, wenn wir so viele freie pädagogische Fachkräfte haben, die dann die Familiengrundschulzentren betreuen sollen, warum, wenn das so gute Leute sind, warum lassen die sich eigentlich nicht schulen und sind Quereinsteiger und üben das Lehramt aus? Da wäre unseren Kindern geholfen. Sicher können auch Sozialarbeitende sich umschulen lassen zu Lehrern, Frau Frohwieser. Ja, genau, wenn man beim Staat angestellt ist, das hat uns auch gerade der Herr Kiesling erklärt, dass ihm das egal ist, was zum Beispiel die Unterkunft kostet, da er das Geld ja nicht privatwirtschaftlich erwirtschaften muss. Ja? Aber der Punkt ist eigentlich was ganz anderes, die Familiengrundschulzentren. Wenn Sie jetzt die Unterlagen kennen würden, dort steht ja drinne, Ausgestaltung der Zusammenarbeit von Trägern, Einrichtungen und Institutionen im Sozialraum von Schulen in Stadtteilen mit besonderen Entwicklungsbedarfen. Insbesondere Prohlis, Gorbitz, Leuben, Südvorstadt, Johannstadt. Die Bürger, die dort wohnen, schon länger dort wohnen, waren vor ein paar Jahren nicht besonders herausgefordert. Die Gorbitz war zum Beispiel im Wachstum begriffen, im sozialen System. Ja, dort ist es wirklich so gewesen, es war eine wunderschöne Gegend, ist im Moment leider nicht mehr ganz so. Wenn jetzt Sie Kinder haben und in diesem Stadtteil wohnen und zu denen gehören, die arbeiten gehen, ja, und gerade so über Mindestlohn liegen und sehen, dass 70% der Anmeldungen eventuell Kinder mit Migrationshintergrund sind, dafür können die Kinder nichts. Muss man so sagen. Dann werden Sie sich aber überlegen, ob Sie Ihr Kind in diese Schule bringen oder ob Sie es in eine andere Schule bringen. Und das machen die meisten. Und deswegen haben wir dann soziale Verschiebung. Deswegen hätte in diesem Bericht reingehört, sozialräumliche Verteilung der Kinder muss ins Auge gefasst werden und nicht zusätzliche Stellen schaffen, um irgendjemanden zu bespaßen. Danke. So, als nächstes Bündnis 90 Die Grünen. Wird das Wort gewünscht? Nein. Dann als nächste Fraktion die Linke, Frau Ape.
Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Das soll jetzt die Fortschreibung der Bildungsstrategie der Stadt Dresden sein. Das Wort klingt gewichtig und es ist auch eine wichtige Sache. Es geht hier um Teilhabemöglichkeiten. Es geht hier darum, Bildungsbenachteiligung abzubauen und um Bildungsgerechtigkeit. Für die drei Themen steht die Linke eigentlich. Und wir stimmen auch diesem Antrag in der veränderten Fassung vom Jugendhilfeausschuss zu. Und trotzdem haben wir gemerkt, dass in der Diskussion, die geführt wurde, die sehr gründlich geführt wurde, sachlich und konstruktiv geführt wurde, noch einige Dinge offen sind. Und die viele Fragen sind noch nicht beantwortet worden und die können auch noch nicht beantwortet werden. Aber es ist wichtig, dass wir in Zukunft sehr genau auf unser Programm schauen und gucken, ob das, was wir jetzt hier beschließen wollen, ob das wirklich zu dem führt, was wir damit erreichen wollen. Und das ist ein Punkt, den eben gerade der Jugendhilfeausschuss sehr in den Fokus gerückt hat mit seinem Beschluss. Es geht darum, zu gucken, was haben wir bisher getan? Das ist ja eine Fortschreibung. Wir haben also schon sehr zeitig damit angefangen. Welche Maßnahmen haben zu welchem Erfolg geführt? Ist das sinnvoll gewesen oder haben wir hier Geld ausgegeben und es hat überhaupt keine Wirkung gezeigt? Auch die Frage, was ist gerecht? Was passiert, wenn man bestimmte Einrichtungen auswählt, Kitas, Schulen, und diese als mit besonderen Herausforderungen beschreibt und ihnen mehr Ressourcen zur Verfügung stellt? Führt das zu einer Stigmatisierung und damit einfach noch zu einer Verschärfung der Situation? Das kann durchaus sein. Und Frau Feigs, die Schulleiterin von der 117. Oberschule, die mit ihrem gesamten Kollegium einen sehr engagierten Einsatz für ihre Schülerinnen seit vielen Jahren betreibt und viele Ressourcen eingefordert hat, einige bekommen hat, sagt, es muss mehr sozialräumlich geguckt werden. Es muss nicht nur unsere Schule angeguckt werden. Es müssen die Grundschulen alle ringsherum angeguckt werden. Es muss nicht die Kita in unserer unmittelbaren Nähe nur angeschaut werden, sondern alle Kita in einem bestimmten Planungsraum. Das versucht man ein bisschen mit diesen Grundschulzentren irgendwie zu entwickeln. Jetzt wurde ja von meinem Vorredner jetzt schon so alles behauptet, was da alles drinsteckt mit diesem Grundschulzentrum, also Familiengrundschulzentren. Aber eigentlich ist es noch gar nicht richtig ausgeführt, denn dazu soll uns ein Konzept vorgelegt werden. Es wird entwickelt und das kann natürlich auch nur von den Akteuren, die dort vor Ort tätig sind, entwickelt werden, weil es richtet sich ja nicht nur an die Grundschule und deren Eltern, sondern alle, die in diesem sozialen Bereich tätig sind, als Vereine, die sich um die einzelnen Kinder sorgen, sind dort mitgefragt und werden dann ein vernünftiges Konzept insgesamt vorlegen müssen. Das werden wir uns genau anschauen, ob es also auch förderlich ist für das, was wir als Zielstellung hier formuliert haben. Am allerliebsten wäre es uns, jedes Kind, jeder Jugendliche, der einen Bedarf hat, sei es DATS-Unterricht, sei es Ausgleichsmaßnahmen wegen einer Behinderung oder sonst etwas, würde einen Rucksack aufbekommen und in diesem Rucksack stecken alle möglichen Maßnahmen, die dieses Kind und vielleicht auch seine Familie benötigen. Das ist ein Ideal. In einem Tischtuch, was viel zu klein ist für den großen Tisch, den wir hier haben, heißt es sozusagen zu gucken, wie kriegen wir das mit bestimmten Ressourcen hin. Und trotzdem dürfen wir nicht aus dem Auge behalten, dass das eigentlich an jedem Ort, welchem auch immer in Dresden sich ein Kind, ein Jugendlicher befindet, der einen Bedarf hat, dieser Bedarf auch gedeckt werden muss, wenn wir Bildungsgerechtigkeit haben wollen. Wir werden uns diese Entwicklung weiter begleiten, sind dabei, die Linke stimmt zu. Vielen Dank. Als nächstes CDU-Fraktion verzichtet. Hab Freie Wähler das Wort gewünscht? Nein. SPD? Nein. FDP? Herr Fischer.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, nach dem Verlauf der heutigen Stadtratssitzung habe ich eigentlich gar keinen Mut, in die Kamera zu schauen vor der Bevölkerung. Ich habe das Gefühl, diese Bildungsstrategie, die müssten wir erstmal wieder für uns anwenden. Und diese Träumereien, die jetzt Frau Apel geäußert hat, die sind schön, aber wir sind nicht zum Träumen da. Wir müssen Realisten sein, wir müssen das, was wir haben, ob das das Geld ist oder die ganzen anderen Softwaregeschichten, das müssen wir sinnvoll einsetzen. Die Fortschreibung des kommunalen, dieser Bildungsstrategie, die ist doch so wunderbar eigentlich im Laufen. Und wenn wir jetzt hier dauernd solche Beiträge hören, oder ich muss auch nochmal auf den SPD-Antrag eingehen, die Frau Frohwiese wird vielleicht explodieren, ich habe sie vor langer Zeit mal als Maschinengewehr bezeichnet. Wegen der Schnelligkeit der Eigenschaftsworte und Bemerkungen. In Ihrem Antrag steckt aber wieder so viel Tempo drin. Und hier würde ich sagen, die Bildungsstrategie, die wir hier haben, das ist wie ein gutes Rezept für ein Essen. Und was macht die SPD? Spielt Salzstreuer. Und so würde ich jetzt gerne Frau Frohwieser bezeichnen. Streut wieder Salz in die Suppe, dass wir nicht ganz klarkommen und dass es nicht schmeckt. Machen wir doch weiter, was wir bisher ordentlich in der Bildungsstrategie begonnen haben. Das wünschen wir uns. Dankeschön. So, damit ist die Fraktionsrunde erstmal durch. Weitere Wortmeldung, Frau Frohwieser, bitte schön. Jetzt muss das Salz nochmal, weil ganz ohne Salz schmeckt Suppe auch nicht, von daher. Ich kann schon mal ankündigen, weil wir haben ja im Ausschuss auch schon gesprochen, dass ich überhaupt keine Einwände habe und dass wir auch den Änderungen der CDU-Fraktion zustimmen, die ja Formulierungen nochmal klarer stellen. Die geht, glaube ich, nicht übernehmen, weil es ein Ausschussvotum ist, aber dem stimmen wir einfach zu. Zu dem Kollegen, der so komisches Zeug redet. Ich werde mich nicht vom Stadtrat dafür entschuldigen, dass ich vom Staat dafür bezahlt werde, unter anderem Lehrerinnen und Lehrer auszubilden. Damit werden Sie leben müssen. Und Herr Fischer, man kann sich auch mal ein bisschen mit der Sache beschäftigen. Ich glaube, Sie sitzen im Jugendhilfeausschuss, oder irre ich mich da? Das, was ich in dem Änderungsantrag Ihnen dann zur Diskussion im Bildungsausschuss gestellt habe, war das etwas wieder Herunternehmen ganz, ganz vieler großer Wünsche des Jugendhilfeausschusses. Habe ich mir überhaupt nicht ausgedacht. Habe einfach nur das, was im Jugendhilfeausschuss reingestimmt worden ist, was auch seine Berechtigung hat, weil auch die Jugendhilfeträgerinnen in diesem ganzen Themenfeld Bildungsstrategie mit ihren Ansinnen ihre Berechtigung haben. Man kann es aber in der Gesamteinordnung, dafür haben wir auch einen Bildungsausschuss, auch nochmal anders betrachten. Deswegen haben wir uns da auch sehr einvernehmlich geeinigt, es etwas weiter herunterzunehmen. Und der weitere Punkt, der dazu gekommen ist, auch da kann man sich mal mit der Sache beschäftigen. Ich glaube, da verrät man jetzt auch kein großes Geheimnis aus dem Ausschuss, dass selbst die zuständige Mitarbeiterin aus dem Kita-Amt gesagt hat, ja, das ist völlig in ihrem Sinn. Da steht nämlich nur drin, dass das, was die alles tun, da gibt es eine wissenschaftliche Begleitung dazu, da werden verschiedenste Evaluationen gemacht, bitte uns auch vorgelegt werden sollen. Da ist überhaupt nichts Neues erfunden. Wir wollen die Ergebnisse dessen, was da sowieso gemacht werden, einfach vorgelegt bekommen. Also ganz ruhig, Salz in der Suppe ist manchmal auch ganz gut. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann kämen wir zur Abstimmung. Wir haben zunächst den Änderungsantrag der CDU. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 23, nein, keine Enthaltung. Damit so angenommen. Und dann war der Auftrag in Punkt 1 separat von den restlichen Punkten abzustimmen. Und damit darf ich aus dem federführenden Ausschussbericht zunächst den Punkt 1 aufrufen. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt ums Stimmzeichen. Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung. Dann wäre der Punkt 1 so beschlossen.
Und wir kommen zu den Punkten 2 bis 4, sind das, glaube ich, die restlichen Punkte zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Ja, 22 Nein, 2 Enthaltungen, damit so beschlossen ist.